So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Es ist nachts, es ist spät, das heißt, ich habe natürlich Hunger. Hab mal ins Gefrierfach geschaut, was wir hier haben und hab das noch gefunden. Das habe ich ganz vergessen. Döner, Burger auf jeden Fall. Hier seht ihr den richtig fetten Dönerspieß. Zwei Brötchen mit Dönerfleisch. Was ist da noch drauf? Gewürze. Hier sieht man so Tomaten, ein bisschen Grünzeug, keine Ahnung. Von der Firma Kalavi. Sollen das 2L sein oder was? Hier dieser Dampf, der da aufsteigt. Kalavi Dönerburger, zwei Stück mit vom Rind, wie auch immer. Das gucken wir uns jetzt mal an. Tiefgefroren, vom Spieß geschnitten. Ein Burger, 170 Gramm. Da sind aber zwei Stück drin. Ich zeige euch das mal von der Seite jetzt. So, Kalavi Dönerburger, Rind, zwei Stück. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Das ist wahrscheinlich einfach nur wie Pizzabrötchen, nur dass es halt mit Dönergeschmack ist. Vom Spieß hier geschnitten, ne? Hier seht ihr noch eine Kuh. Das sieht normal aus. Drehen wir mal rum. Kalavi Dönerburger. Zweimal Dönerburger, Rindfleisch, tiefgefroren. Frozen? Ist das nicht ein NHR-Teilnehmer? Das heißt also tiefgefroren. Jetzt weiß ich es genau. Eigentlich ist das alles uninteressant, was hier steht. Das ist schön gemacht. Nicht nur der blöde Backofen, sondern zum Backofen noch schön den Dönerburger aufgeklappt, wie ihr das seht. 8 bis 10 Minuten aufgeklappt, hin, raus, dann zusammenklappen und dann fertig zum Genießen. Kalavi.de, genau, da habt ihr es aus Herten. Tiefkühl-Einhaus GmbH oder was auch immer TK sein soll. Die wollen wir uns jetzt aber mal gönnen. Wollen mal den Ofen anschmeißen, ohne dass wir überhaupt in der Nähe vom Ofen sind. Ich mache aber erstmal die Packung auf. Wir gucken mal, wie das Tiefgefrorene hier aussieht. So. Ach nee. Das ist jetzt schon so dahingewuchtet, dass ihr hier also die Brötchen separat habt. Hier mit dem Gemüsezeug drauf, hier mit dem Dönerfleisch drauf. Das also wirklich so dann da reinlegt und dann, wenn es fertig ist, wieder zusammenklappt. Ist so eingepackt, da fliegt schon alles in der Tüte hin und her. Nehmen den auch mal raus. Das Gute ist, da ist wirklich was drauf, ordentlich. Wenn ihr nämlich diese Pizzabrötchen kennt, die es da gibt, diese gefrorenen, das ist wirklich einfach nur so ganz, ganz schmal, ganz blank draufgeschissen. Da habt ihr eigentlich so gut wie gar nichts drauf, könnte man denken. Und hier denkt man, gut, so ein Döner, Burger, da ist bestimmt einfach ein bisschen trockenes Fleisch drauf, vielleicht eine Soße und ein bisschen Kraut. Aber ich sehe schon durch die Folie hier, ich mache es einfach mal auf, vielleicht sinnvoller, als durch die Folie zu reden. Junge, jetzt geht mal auf hier. Da muss man aufpassen, dass einem nicht das Fleisch um die Ohren fliegt. So sieht also jetzt eine Hälfte von dem Dönerburger aus. Da habt ihr jetzt Rindfleisch drauf. Rindfleisch auf dem Brot. Und die andere Seite ist schön bestückt mit Gemüse. Das sehen wir richtige, sieht aus wie ein Bruschetta eigentlich. Da seht ihr richtige Tomatenstücken. Da seht ihr grünes Gedöns. Da fliegt auch noch irgendwo eine Scheibe Fleisch mit drin rum. Guckt euch das mal an. Sieht eigentlich recht interessant aus. Das Fleisch legen wir jetzt hier oben drauf. Das andere packen wir jetzt auch aus und tun das zusammen in den Backofen. Gucken uns mal an, wenn es fertig ist, wie das dann aussieht. Und vor allem natürlich, wie das schmeckt. So, da bin ich wieder zurück und ich muss sagen, es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, frisch aus dem Ofen, es dampft auch noch. Das seht ihr wahrscheinlich nicht, außer ich halte es direkt hier drunter und die Scheibe beschlägt. Ne, beschlägt es nicht. Die Tomate hängt noch hier dran. Ich wusste jetzt nicht, wann ist es denn gut, wann ist es nicht gut. Ich habe es jetzt die ganze Zeit drin gelassen. Ich habe immer mal von außen mit der Gabel dann in die Mitte von dem Brötchen reingestochert, wo die Tomate ist. Ich zeige euch das mal von der Seite. Ich kam dann immer an mit der Gabel, habe immer mal so gemacht. Dann war das immer noch knüppelhart, während das Fleisch schon halb verbrannt war.
Dann habe ich immer mal probiert, so von der Gabel. Ihr wisst ja, wenn ihr da reinstecht und dann die Gabel in den Mund nehmt und ihr merkt, die Gabel ist noch kalt, dass das dann nichts ist. Jetzt habe ich aber so lange rumgewühlt, bis die Gabel einigermaßen okay war. Und das Fleisch ist ja trotzdem schon hier. Das ist ja, wie sieht das denn aus, ne? Sieht das gut aus? Sieht das schlecht aus? Findet ihr das lecker? Sieht auf jeden Fall sehr dunkel aus. Das Brötchen, ja, das Brötchen ist auch halb verbrannt. Ist jetzt natürlich sehr trocken, aber es riecht. Es riecht komischerweise sehr gut und sehr angenehm. Ich bin auf jeden Fall jetzt wirklich gespannt. Ihr müsst das ja jetzt eigentlich nehmen. Müsst das hier so draufknallen. Ihr müsst das ja auch nehmen. Müsst das dann. Ach nee, andersrum. Müsst das hier nehmen. Ich weiß auch nicht, was das Weiße da unten ist. Müsst das hier draufknallen, ob das so eine Art Tzatziki ist. Dann habt ihr die beiden hier so zusammenhängend. Was ist? Was ist los? Oh, ist schon wieder. Oh. Und dann könnt ihr auf jeden Fall ja, das einfach probieren und gucken, wie das schmeckt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so extrem heiß. Ich kann wenigstens mal den Testbiss machen. Es ist auf jeden Fall sehr knusprig. Ich beiß mal nur ein Stück vom Brötchen hier ab, nag das so raus. Wow. Also das Brötchen, das ist außen sehr trocken und mehlig, aber gleichzeitig so warm und knusprig, dass das einen richtig guten Geschmack hat. Und obwohl ich jetzt eigentlich noch gar nichts von den Innereien, von der Füllung habe, durchströmt das ganze Brötchen irgendwie so ein richtig würziger Geschmack. Und dabei hasse ich eigentlich so Aufbackbrötchen, weil ich nie weiß, wann die fertig sind. Das schmeckt aber jetzt angesehen schon richtig genial und wir wollen uns mal trauen. Ist nicht so heiß. Ich glaube, da haben sie wirklich sowas, so eine Art Creme fraiche. Unter das Fleisch und auch auf der anderen Seite unter das Gemüsezeugs gemacht. Das Brötchen ist halt wirklich sehr kross. Aber der Geschmack. Ich bin eigentlich begeistert. Es sieht jetzt nicht so köstlich aus. Aber es riecht auf jeden Fall richtig gut. Boah. Und das schmeckt auch wunderbar. Nicht so wie der komische Algensalat, wo man dann am. Nein, geh weg! Nicht so wie der komische Algensalat, wo man halb am Brechen war. Nein! Die Sau schon wieder, jedes Mal. Er reißt mir hier die ganze Kulisse ein. Also ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Ich weiß gar nicht mehr, wo das her war. Ich dachte aus dem Kaufland oder so. Und das Fleisch vor allem. Wenn ihr nur mal das Fleisch probiert, das ist eigentlich trotzdem richtig saftig, wenn man das so sieht. Richtig saftiges Fleisch. Wenn hier mal so ein Stück abziehen von dem Fleisch. Boah. Wunderbar. Noch nie so was Tolles gegessen. Ich finde diese Pizza-Burger nicht sehr gelungen. Aber den Dönerburger, der ist richtig krass.
Guckt euch das an. So muss das aussehen. So ein kleines Dönerliefer zwischendurch. Und wenn ihr jetzt losgeht und kauft euch dafür 4 Euro einen Döner, könnt ihr euch, glaube ich, für 4 Euro hier 4 solche Burger holen. Solche Dönerburger, und die schmecken auch wunderbar. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einem richtigen Döner an sich. Und gerade dadurch, dass das halt alles so heiß ist und alles ein bisschen anders, es fehlt halt in dem Sinne die Frische. Aber ihr braucht gar keine Frische, weil das trotzdem ein schön deftiger Snack ist. Kann ich absolut nur weiterempfehlen. Kauft euch Dönerburger. Sie sind richtig genial. Ich bin begeistert. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.